Apothekervertretung durch PTA, so will der CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit Alexander Kraus die angespannte Personalsituation entschärfen. Im Interview mit Apotheker ad hoc erklärt Kraus, wie er sich das konkret vorstellt. Also die Arzneimittelsicherheit steht an oberster Stelle und für mich ist es unverzichtbar, dass ein Apotheker auch ein Apotheker dazugehört. Ohne das geht's nicht. Aber ich finde, für so eine stundenweise Vertretung ist das gewährleistet. Eine PTA kann ja auch einschätzen, ist das eine Frage, die ich beantworten kann oder die ich nicht beantworten kann. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, kann ich vielleicht einen anderen Apotheker anrufen und nachfragen, wie er das sieht. Also ich habe da ganz großes Vertrauen in die Fachkompetenz der PTAs, dass sie einschätzen können, ist das eine Situation, die ich meistern kann oder ist das eine, wo man sagt, warten Sie bitte eine Stunde, dann ist der Apotheker wieder da. Ich war jetzt in den letzten Wochen ganz viel bei kleineren Landapotheken in Kleinstädten unterwegs. Und die haben mir das geschildert, was das für eine große Herausforderung ist, wenn der Apotheker einfach mal eine Stunde oder zwei mal außer Haus ist, weil er zum Arzt muss oder eine andere Besorgung machen muss. Dann kann man nicht einfach die Apotheke schließen, sondern da muss es einfach eine einfache, praktikable Lösung geben. Eine Aufweichung der Präsenzpflicht könnte zur Entstehung von Apothekenketten führen, so eine verbreitete Befürchtung. Ich teile die Besorgnis nicht. Ich glaube, dadurch entstehen keine Ketten, sondern wir schaffen es dadurch, dass eine Apotheke, die auf dem Land ist, wo es nicht so einfach möglich ist, einfach einen Zweitapotheker zu haben, dass die in der Lage sind, wirklich ihre Öffnungszeiten zu gewährleisten. Die CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brennel-Fischer forderte jüngst eine Änderung des Apothekengesetzes, die es einem Apotheker ermöglichen würde, auch mehrere Apotheken nur telemedizinisch zu betreuen. Ist das ein Mittel gegen das Apothekensterben? Der Grundsatz, dass ein Apotheker da sein muss, halte ich für richtig. Ich halte es für sehr schwierig, wenn man sagt, in der Apotheke ist ganztags überhaupt kein Apotheker greifbar und man kann den nur über Tele zuschalten, sozusagen über den Computer, das hielte ich für schwierig. Ich finde, für Ausnahmesituationen, für stundenweise Vertretungen ist das angebracht, aber ansonsten ist es sehr gut, wenn der Apotheker wirklich auch in der Apotheke ist.